So, komm. Schauen wir mal ab hier. Machen wir jeden Tag einen kleinen Rundgang durch unsere Farm. Und schauen doch mal, ob wir denn eventuell was haben, was uns, ja, in der Optik stört. Aber es sieht im Moment gar nicht so... Ja gut, hier. Na komm, weg da. Gut, hier haben wir nichts mehr. Sehr schön. Na komm, das hier noch weg. Ja, unsere Sorgenecke scheint sich ein bisschen... Ja, scheint ein bisschen zu wandern. Gut, die alten Felder sind auch noch alle in Ordnung, so wie das sein muss. Und da kommt auch schon der Abholer. Ja, für deine Ware gebe ich dir 2100 Gold. Ich hinterlege dir morgen die Summe. Ja, das nenne ich doch mal einen relativ guten Gewinn pro Tag. Wollen wir doch mal gucken, ob wir ja das Ganze noch etwas erhöhen können. Schnäuzelchen. Na komm, meine schwangere Frau, ab ins Bettchen. So, neuer Tag, neues Glück. Boah, Frame-Einbruch. Was zum Teufel? Ja. Ach, na, du hast immer nur noch Bubu zu sagen. Und da, ja, da sind zwei Bubus. Na gut. Haben wir nicht gewechselt. Ja. Sehr schön. So, jetzt aber. Wir werden heute allerdings zuerst unsere Hühner besuchen, denn theoretisch dürfte ein neues Kalb geboren sein. Ja, gut, sehr schön. Halt, Moment, wie viele Hühner haben wir? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. So. So, rein da. Das heißt, wir können so langsam anfangen, wieder unsere Hühner zu verkaufen. Na komm. Das letzte Ei bleibt natürlich wie immer für unsere Frau. Ich glaube, das brauche ich gar nicht mehr zu erwähnen. Ah, komm, Futter rausholen. So. Na, 11 minus 3, 8, 4, 5, 6. Ja, oh, das passt sogar. Ich bin ja begeistert. So, perfekt. So, das letzte Ei natürlich noch für unsere Frau. Und wir werden natürlich heute mal sehen, ob wir dann nochmal in den Wald gehen, um uns ein paar, ja, giftige Pilze zu sammeln. Beziehungsweise kurzer Abstecher nach oben. Wie sieht es mit unserer Weide aus? Ja, brauche noch ein bisschen. Aber ich würde sagen, morgen, beziehungsweise in 3 oder 4 Tagen, dann ist auch der zweite Teil der zweiten Weide reif. Besten Dank, das sieht köstlich aus. Ja, freut uns. Ach, du und dein Namen, meine Güte. So, auf in den Wald. Wir sammeln Pilze. Und komm, was hast du denn zu sagen? Lol, warum schmeißt du nicht mal eine abgefahrene Party auf deiner Farm? Auf deiner Mega-Farm? Na, ich glaube, das hatte er schon mal gesagt. Beziehungsweise, ich glaube, das war sogar noch im letzten Jahr. Oder war das schon im Frühling gewesen? Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Aber ich meine, es war letztes Jahr. Und damals hatten wir ja gesagt, ist eigentlich keine schlechte Idee, aber ich glaube, mit Schlafmöglichkeiten ist das ein bisschen kompliziert. Denn ich möchte natürlich meine Gäste nicht im Hühnerstall oder im Kuhstall schlafen lassen. Also, nee. Oh, es gibt mal wieder Onigiri, sehr schön. So, perfekt. Was sagt die Tic-Tac? 1 Uhr. Ja, komm, das schaffen wir.
Ah, Kühe, Kühe, Kühe. Ja, da haben wir fast die Kühe vergessen. Ah, die alte Macht der Gewohnheit. So, aber wie sieht es mit dem Futter aus? Ja, 565 Stück. Das ist doch eine schöne Zahl. Ah. Großartig, ein Kalb wurde geboren. Ich muss ihm einen Namen geben. Namen. Ja, komm, wir nennen sie mal Kuro. Weil mir nichts einfällt. Ja, perfekt. Unser Nesthäkchen ist jetzt nicht mehr Eiko, sondern Kuro. Oh, perfekt. So, Moni, du kommst natürlich auch noch dran und wir können doch mal gucken, vielleicht schaffen wir das Ganze sogar mal. Ja. Ja, mal. Da, du sollst nicht in der Luft melken, du sollst das Werkzeug wechseln. Danke. Vielleicht schaffen wir es noch, bei unserem, ja, Viehhändler des Vertrauens vorbeizugucken, um uns noch einmal den magischen Staub zu holen. So, Elsa. Und heute sind die ganzen Kühe richtig brav, meine Güte. Oh, komm. Hanna, Nana und Eiko. Na, und Kuro ist am Gähnen gewesen. Sehr schön. Ah, nicht wechseln. Meine Güte, was habe ich denn heute mit der Tastaturbelegung? Ja, meine Güte. Komm rein da. Und wir wechseln natürlich noch für unsere liebe Eiko. Die heute am mutigsten von allen ist. Ja. So, perfekt. Nur noch füttern und dann haben wir auch unsere Kühe erfolgreich versorgt. So. Oh Gott, das wird ein absolutes Chaos, wenn wir alle Plätze hier belegt haben, also insgesamt 12 Kühe haben. Wird auf jeden Fall lustig. Ich freue mich jetzt schon. So, perfekt. So, ausgerüstet haben wir ja nichts Besonderes. Immer noch dieselben Utensilien. Oh, 3 Uhr jetzt. Ja, komm, das schaffen wir. Machen wir uns auf zu unserem Viehhändler des Vertrauens. Ja, das kleine Mädchen lassen wir heute ausnahmsweise mal beiseite. Hi Ellen, tschüss Ellen. Geht ja heute relativ schnell. Und ja, du hast wieder den magischen Staub. Sehr schön. Ja, kaufen. Ja, liefere es in meinen Schuppen, sehr schön. Und wir werden einmal warten, bis es denn abends wird. Na, 4 Uhr, das dauert noch ein bisschen. Hi Ellen, was hast du denn zu sagen? Tiere brauchen viel Pflege. Wenn man sich nicht um sie kümmert, werden sie schnell krank. Man muss sie behüten wie kleine Kinder. Aha. Und wir können natürlich auch gleich mal noch, wenn wir sowieso schon mal in der Stadt sind, gucken, wie viele Herzen wir denn inzwischen bei unserer Frau haben. Ach du Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Boah, 11 Herzen. Das ist eine Menge. So, wollen wir doch mal gucken. Kommt Zeit, vergehen wir ein bisschen schneller hier. Moment, können wir schon 5 Uhr in die Kneipe? Ja, können wir. Sehr gut. Oder, oh, heute ist ja auch richtig was los. Oh, sogar Ellen ist anzutreffen. Aber die Wahrsagerin nicht. Naja. Manche Dinge können nicht verschickt werden. Blumen, Vieh und verderbliche Waren wie Kuchen gehören dazu.
Lege sie deshalb nicht in die Sammelbox. Okay, danke für den Tipp. Werden wir uns zu Herzen nehmen. Die harte Probe des Lebens ist die Beziehung zwischen Mann und Frau. Ja. Kümmere dich lieber um deine Frau und ziehe nachts nicht um die Häuser und wir klingen alle gleich. Außer er hier. Oh Gott, das wird immer schlimmer mit dir, meine Güte. Nur hi, Ellen. Mama dreht sonst noch völlig durch. Hey Daddy, lass uns endlich nach Hause gehen. Boah, also irgendwie tut mir Ellen ja leid. Also ernsthaft jetzt? Ich bin nicht gerne allein. Ne, ich auch nicht. Ah, manchmal wandere ich in die Berge, um Bären zu sammeln. Ich bin nicht gerne allein. Okay. Willkommen! Fühle dich ganz wie zu Hause. Okay. Das heißt, erst einmal in die Privaträume gehen und im Tagebuch von Eva rumstöbern. Tagebuch gefunden. 2 Herzen. Yay. Es gibt übrigens auch ein sehr schönes Ende. Und zwar der Frauenheld. Erreicht man, wenn man bei allen Frauen 5 Herzen hat. Man darf allerdings nicht verheiratet sein. Also das ist sozusagen die Bedingung. Und wenn das Spiel dann anschließend zu Ende ist, verabschieden sich alle Frauen von einem nochmal persönlich. Ist allerdings ja nicht wirklich ein schönes Ende. Naja, wir werden auf jeden Fall wie immer in unser Tagebuch schreiben. Und unser Hund bellt uns nicht mal die Ohren voll. Das ist sehr schön, aber pisst uns in die Wohnung. Na, ist schön. Ja, die Temperaturen fallen weiter. Morgen wird es den ganzen Tag regnen. Und das ist eigentlich voll die falsche Synchronstimme. Ich sollte eigentlich die Frau im Fernsehen auch synchronisieren. Wie lösen wir das Problem? Ja, ganz einfach. Das ist keine Frau, das ist einfach nur ein Mann mit langen Haaren. Also wie ich. Ich wünsche, ich hätte am Ehefrauentraining teilgenommen. Oh, da. Ja, genau, da. 2 Bubus. Unser Kind ist so lebhaft, ich muss ständig nach ihm schauen. Aber das ist schon wieder ein neuer Running-Gag hier. Erst mit den, unsere Frau mag unsere Eier und jetzt, da sind 2 Bubus. Oh Gott, ich sollte die schlechten Witze definitiv lassen. Naja, wir machen uns natürlich erst einmal wieder auf in den Kuhstall, werden unsere Kühe wie jeden Tag versorgen. Und da fand ich übrigens auch die Erneuerung von, ich glaube Harvest Moon DS war das. Natürlich für den Game Boy DS. Nintendo DS, tut mir leid. Ja, ich bin noch mit den alten Game Boys aufgewachsen, die so groß wie Telefonzellen waren. Da habe ich auch noch einen. Den habe ich noch original hier rumliegen. So ein Benzinkanister. Ja, sehr schön. 4 Batterien hat das Scheißding geschluckt. Und ich kann mich sogar noch dran erinnern, was denn das erste Spiel war. Ah, können wir mal hier ein bisschen ja, über ein paar private Dinge quatschen. Habt ihr denn noch einen alten Gameboy zu Hause? Also so einen richtig alten. Also nicht Gameboy Pocket oder Gameboy Color. Color und Game Boy Advance habe ich natürlich auch noch original da. Aber ich rede jetzt natürlich von dem ganz alten, von der Telefonzelle. Ach ja, das waren noch Zeiten, meine Güte. So, Kuro. Und natürlich noch unser altes Nesthäkchen Aiko, die mittlerweile... Ah, nein! Hier geblieben. Hier, halt, stopp! So, perfekt.